Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Lang ist's her, aber heute ist ein ganz toller Tag und den möchte ich unbedingt gerne mitfilmen. Ich habe im Moment so eine Phase, wo ich echt brauche, dass ich mich auf Sachen freuen kann, dass Sachen passieren, irgendwas, was mir so Freude gibt. Und die Sachen, um die es mir ganz konkret geht, sind drei, sind auch wirklich Sachen, die nur mich und meine Leidenschaften betreffen. Es stehen die Woche zum Glück auch noch andere tolle Sachen an. Also heute ist Donnerstag, ihr seht den Vlog am Freitagabend. Zu dem Zeitpunkt waren wir dann zum Beispiel mit den Kindern schon Schlauchboot fahren und sind zu dem Punkt, wo dieser Vlog hier rauskommt, wahrscheinlich gerade beim Public Viewing, weil ja die EM losgeht. Aber so für mich, nur alleine für mich. Und darum soll es heute so ein bisschen in dem Vlog gehen, was das für Dinge sind und warum die mich so begeistern. Und wir können eigentlich auch gleich mit einer Sache anfangen, aber ich frühstücke jetzt erstmal kurz. Das ist eine gute Idee, glaube ich. Zeige ich gleich noch die erste Sache. Ich teaser schon mal die zweite Sache von heute. Ich habe heute früh meiner Freundin eine Nachricht geschickt. Ich sage, ich werde heute hysterisch sein. Da kommen wir nicht drum rum, da müssen wir heute beide durch. Und ich war mir aber nicht sicher, ob das, worauf ich mich so sehr freue, jetzt schon heute Morgen vormittags stattfindet oder erst abends. Und jetzt hat sie für mich gegoogelt. Und in 55 Minuten geht's los. Und jetzt bin ich sehr, 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 sehr aufgeregt. Kommen wir doch mal zu der allerersten Sache, die ich euch auch schon direkt zeigen kann. Dafür muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ich wollte erstmal noch sagen, ich werde immer mal wieder darauf angesprochen, dass es schön ist, dass ich mich über so Kleinigkeiten so extrem freuen kann. Ich bin da auch sehr dankbar drüber und ich denke, ich habe das in den letzten Jahren noch mehr kultiviert, weil das ist was, was man nicht können muss. Es ist bestimmt gut, eine natürliche Begabung dafür zu haben, aber das ist auch was, was man ja lernen kann oder was man absichtlich tun kann. Und gerade ist wieder so hart und anstrengend und es gibt Menschen, die mir so derbe auf die Nerven gehen, da brauche ich diese kleinen Lichtfunken im Alltag. Und das Erste ist, wartet, ich muss ein bisschen weiter ausholen. Theoretisch war heute Erscheinungsdatum. Thalia ist aber immer ein bisschen schneller. Also wenn ihr ein Buch noch vor dem Erscheinungsdatum haben wollt, bestellt euch das bei Thalia vor. Ich habe bisher jedes vorbestellte Buch bei Thalia vor dem offiziellen Erscheinungstermin bekommen. Die versenden quasi eher so, dass du es am Erscheinungstermin bei dir zu Hause hast. Und zwar geht es um das neue Buch von Ailey Hazelwood. Ich habe Ailey Hazelwood letztes Jahr im Sommer entdeckt und das ist jetzt, glaube ich, mein sechstes Buch von ihr. Diese Frau ist der Oberknaller. Wie viel die schreibt, wie viel die veröffentlicht, das allein ist schon mein zweites neues Buch von ihr in diesem Jahr. Ich habe im November eine Neuerscheinung von ihr gekauft, im März und jetzt im Juni. Also ich weiß nicht, wie die das macht. Die ist total krass, diese Frau. Und Ailey Hazelwood bringt für mich alles mit, wie ein Buch für mich sein muss. Wie sie die Geschichte schreibt, wie sie schreibt, dass du als Leser das Prickeln zwischen den Protagonisten spürst beim Lesen. Und das sind so Bücher, die ich in 48 Stunden lese. Also ich habe letzten Sommer drei Bücher von Ailey Hazelwood gelesen. Genau, die bis dahin schon draußen waren. Und habe dann immer Neuerscheinungen direkt vorbestellt und gekauft. Ich kaufe sonst super wenig neue Bücher. Also für das, was ich lese, also Vielzahl, was ich so lese, kaufe ich sehr selten Bücher neu. Aber bei Ailey Hazelwood will ich das immer sofort gleich haben und es lohnt sich auch. Und das ist jetzt ihr neuestes Buch, Not in Love, die trügerische Abwesenheit von Liebe. Das ist ja so der neueste Trend bei Büchern, dieser farbige Buchschnitt. Und ich liebe es, wenn da noch was drauf ist und wenn das nicht nur einfarbig
ist. Hat mal jetzt jemand so geil gesagt. Das sieht dann, der hatte quasi ein Buch in der Hand, wo der Farbschnitt einfach nur einfarbig gelb war. Und er sagt, es sieht aus, als hätte ich das mit dem Edding angemalt. Das stimmt, das finde ich nicht schön. Das ist sehr schön. Und mal kurz, um was es geht. In der Liebe und der Wissenschaft ist alles erlaubt. Oder etwa nicht. Rue Siebert hat sich ihre stabile, ruhige Welt mit einem Job als Biotech-Ingenieurin beim Food-Startup Klein hart erkämpfen müssen. Bis der Versuch einer feindlichen Übernahme durch den geradezu offensiv attraktiven Eli alles aus dem Gleichgewicht zu bringen droht. Eli Kilgore, was sind das für Namen diesmal? Und seine Geschäftspartner wollen Klein. Und Eli ist ein Mann, der bekommt, was er will. Mit einer Ausnahme, Rue. Die Frau, also eigentlich, wenn man es französisch lesen würde, würde die Frau Rue de irgendwas. Rue heißt Straße. Ich lese die mal englisch. Rue. Die Frau, die für ihn absolut tabu ist. Bald entfacht zwischen Rue und Eli nicht nur eine echte Übernahmeschlacht, sondern auch eine heiße, heimliche Affäre. Spicy und verletzlich wie nie. Das ist es nämlich immer. Männer und Frauen werden dort verletzlich gezeigt. Es geht bei Ellie Hazelwood immer um Konsens. Was wir in unserer Gesellschaft noch ganz viel lernen dürfen, nicht? Also, spicy und verletzlich wie nie. Die erste aus zwei Perspektiven erzählte Love Story von Romance Queen Ellie Hazelwood. Ah, also bekommt man das aus der Perspektive von Eli erzählt und gleichermaßen auch von Rue. Also ich glaube, es kam am Montag sogar schon. Und jetzt steht das so wunderschön anzusehen in meinem Bücherregal. Weil ich hatte mir vorgenommen, das nächste Woche zu lesen. Dabei müssen wir auch bleiben, auch wenn ich kurz davor war, meinen Plan umzuwerfen, weil ich mich hier wirklich wahnsinnig drauf freue. Nee, das müssen wir abwarten. Warum, wieso, weshalb und was ich die nächsten Tage machen werde. Dazu kommen wir in 40 Minuten. Aber jetzt muss ich erstmal putzen jetzt. Ich stimme mich jetzt musikalisch schon mal thematisch darauf ein. Also ich mache ja fast alles mit Musik. Also noch so ein Tipp, wenn man vielleicht so, wie geht schwerer Alltag ein bisschen leichter? Musik, Leute. Und ich habe für alles eine Playlist. Ich habe eine Playlist zum Weinen. Ich habe eine Playlist zum Entspannen. Ich habe eine Playlist, die nennt sich, pass auf, die nennt sich, wo habe ich die? Female Rage Playlist. Also, wo man so ein bisschen was loslassen kann. Ich habe aber auch so eine Playlist für Self-Healing, für Self-Confidence. Ich habe auch eine Playlist, die ist auch mega. You're a Boss Bitch oder Woman Energy Playlist. Kann ich sehr empfehlen. Ich höre jetzt eine ganz spezielle Playlist. Kann ich euch dann erzählen, wenn ich euch gesagt habe, um was es geht. Ach, die höre ich jetzt, während ich meine Wohnung putze. Und ich freue mich tatsächlich drauf, das jetzt zu hören, um meine Wohnung zu putzen. Ich putze nicht gern, aber so geht's. Es sind noch 6 Minuten. Und wenn wir heute mal so ein bisschen das Thema aufmachen, wie kann ich mir stressigen Alltag manchmal ein ganz, ganz kleines bisschen leichter machen. Wir haben heute mit meiner Freundin darüber geredet, dass sie beim Rewe Lieferservice bestellt hat. Und das geht bei uns so ähnlich. Liefern kann man das in unserer Kleinstadt natürlich nicht. Aber ich kann das zumindest im Internet quasi alles in meinen Einkaufswagen legen. Die packen mir das bei Rewe zusammen und ich fahre da einfach nur hin und hole das ab. So Kleinigkeiten halt. Und wenn es nur ist, ihr wusstet davon, aber so eine Erinnerung tat auch mal wieder gut. Und wenn ihr so kleine Tipps habt, wie wir uns den Alltag leichter, schöner gestalten können, dann immer sehr, sehr gerne unten in die Kommentare. Und jetzt sind es hoffentlich nur noch 5 Minuten.
Also, ich bin ein riesengroßer Bridgerton-Fan und heute kam der zweite Teil der dritten Staffel raus. Etwas, worauf ich mich seit 4 Wochen gefreut habe. Im Sinne von, ich habe meiner Freundin jeden Tag geschrieben, noch 21 Tage, noch dreimal schlafen. Ich habe in der Zwischenzeit den ersten Teil der dritten Staffel, ich glaube, viermal geschaut. Ich habe die Bridgerton-Bücher angefangen zu lesen und habe aber, also die dritte Staffel handelt ja vom vierten Band der Reihe, habe den vierten Band nur bis zu dem Punkt gelesen, bis dahin die Staffel auch ging. Ich bin total DeLulu. Mein Handy-Hintergrund ist Bridgerton. Ich höre den Bridgerton-Soundtrack fast ausschließlich. Aber wir müssen auch aufklären, wenn man sowas hat, wenn man sowas macht, das ist auch Flucht aus der Realität. Das ist Ablenken von der Realität. Dürfen wir nicht vergessen, muss uns bewusst sein. Aber es hat mir auch sehr, sehr viel Lebensfreude geschenkt. Und ich habe jetzt die ersten zwei Folgen geguckt, also Folge 5 und Folge 6. Und es ist total verrückt. Es ist total verrückt. Ich hatte schon dreimal tierisch Gänsehaut und ich freue mich auf den Moment, wenn meine Freundin heute Abend die Zeit hat, nachzugucken und wir endlich darüber reden können. Es macht mich wahnsinnig, jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht mit jemandem darüber sprechen zu können. Und ich liebe mein Leben gerade sehr. Es ist so schön und ich hoffe, auch wenn ihr kein Bridgerton-Fan seid, ich hoffe, ihr habt sowas in eurem Leben, was euch so begeistern kann. Ich muss jetzt aber an der Stelle eine kurze Pause machen und muss jetzt mal eine Runde Yoga machen. Hier wird so lange gesessen. Ich brauche jetzt eine Pause vom Sitzen. Ich prophezeie feierlich. Ich habe gerade die siebte Folge geguckt. Es wird von Folge zu Folge krasser. Ich prophezeie, dass das Internet ausrasten wird. Jedenfalls der Teil des Internets, in deren Bubble ich mich befinde. Oh, ich weiß nicht, ob ich gleich weinen muss. Das ist so wichtig und so schön, was da gerade gezeigt wird. Ja, ich musste schon wieder weinen. Es macht mich so fertig. Und ich habe mir jetzt erstmal was zu essen gemacht. So, wir haben mit meiner Freundin entschieden, dass wir das Ganze heute Abend nochmal zusammen gucken. Und deswegen bräuchte ich Koffein und habe mir den pinken Red Bull geholt. Habe ich noch nie probiert. Gucken wir mal. Und die dritte Sache, über die habe ich ja noch gar nicht geredet, weil ich euch die nicht zeigen kann. Die hat quasi auch heute Release. Und zwar geht es um ein Kleidungsstück, ein teures Kleidungsstück, was ich quasi vorbestellt habe, was heute Release hat und hoffentlich Samstag oder so ankommt. Und ich bin froh, dass ich vorbestellt habe, weil heute am Release sind schon einige Sachen fast ausverkauft. Und da wäre ich bestimmt zu spät gewesen. Bin ich bei sowas immer. Und das ist dann schon mein zweites Kleidungsstück von dieser Marke. Und das ist wirklich sehr hochwertig. Also ich bin, was Konsum angeht, ich kaufe sehr wenige Klamotten, viele Secondhand-Klamotten und dann gerne mal ein teures, qualitativ hochwertiges Stück. Und dann freue ich mich wie ein kleines Kind darauf. Und das erste Teil aus der Kollektion, das habe ich fast jeden Tag an. Außer wenn ich es mal waschen muss. Und deswegen freue ich mich jetzt auf das zweite Piece. Wenn wir großes Glück haben und das morgen eventuell schon mit der Post kommt, seht ihr das jetzt im Anschluss noch? Dann konnte ich das noch schnell reinschneiden. Ansonsten seht ihr es vielleicht irgendwann mal. Aber da freue ich mich auch drauf. Und das kam so alles zusammen diese Woche und heute. Das hat mir wahnsinnig gut getan. Ich hoffe, euch hat dieser Vlog gut getan. Wenn dem so war, gebt mir gerne einen Daumen hoch. Kommentiert gerne, was so eure Mini-Mini-Mini-Tipps sind, um dem Leben so ein bisschen mehr Freude und Leichtigkeit einzuhauchen. Und abonniert meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns ganz bald wieder beim nächsten Mal, nämlich nächste Woche Freitag. Dann gibt es nämlich einen neuen Vlog für euch.